Servus liebe YouTube-Freunde und willkommen zum aktuellen Vlog. Ja, wir haben heute Mittwoch, gestern haben wir den Dienstagsvlog, heute haben wir Mittwoch. Ich soll ja nicht mehr so viel labern, das will ich mir zu Herzen nehmen, ich will es versuchen. Muss ich euch aber trotzdem gleich was sagen. Wir haben gestern Abend, das habe ich nicht gefilmt, weil es war recht kalt, ich habe außerdem die Hand frei gehabt, war ein wenig ungünstig. Wir haben gestern den Flüssigstahl aufgebracht, beziehungsweise diesen Gusskit aufs Getriebe. Und wie das Ganze jetzt ausschaut, kann ich euch mal zeigen. Und zwar wie folgt. Da haben wir das Ganze. Es spiegelt jetzt recht arg, glänzt da recht arg, ist verdammt glatt das Ganze. Ja, das ist eine Masse vom Hersteller Liquimolli. Die hat mein Vater, wie gesagt, von der Arbeit drin mitgebracht. Das Zeug ist normalerweise relativ teuer. Wird bei Ihnen drin auch verwendet für solche Zwecke oder Kühlerflicken und. Halt überall, wo Schweißen gerade schlecht ist. Ja, und so schaut das Ganze aus, ist bombenfest. Das ist eine Mischung aus Harz und Metall und Keramik. Also ist auch temperaturbeständig, ölresistent, deswegen mussten wir ölresistent, wenn es jetzt hart ist. Wir mussten aber so schräg stellen, weil das Ganze zum Auftragen ölfrei sein muss. Und da ist die ganze Zeit das Öl rüber geschwappt und hat rausgedrückt. Deswegen haben wir das so rumgestellt, dann mit dem Bunsenbrenner alles heiß gemacht, abgeflammt, dann mit Bremsenreiniger nochmal gereinigt, nochmal mit dem Bunsenbrenner, nochmal mit dem Bremsenreiniger. Und dann mit einem Heißluftföhn so lange, bis es schön trocken war alles. Anschließend dann das Material drauf, ein bisschen anziehen lassen und dann mit einem Heißluftföhn noch quasi ein bisschen, bis es ausgehärtet war, drüber kalten. Verarbeitungszeit sind ca. 4 bis 5 Minuten, da merkst du dann relativ schnell, dass es anzieht. Und ja, nach 2-3 Stunden ist das fest und da kannst du theoretisch jetzt in das Material sogar Gewinde reinschneiden. Hält dann wie normaler Stahl. Also ich war ja erst skeptisch, aber wenn die drinnen das Zeug auch nutzen und wenn er sagt, es funktioniert, ist quasi eine Weiterentwicklung von dem Gusskit, den sie früher verwendet haben. Und ja, für mich ist das dann in Ordnung. Klar, der beste Weg wäre natürlich gewesen, alles zu zerlegen, Getriebe komplett auseinanderzubauen, zu einem Schweißer zu fahren und die Stelle schweißen zu lassen. Dazu muss das Getriebe aber auf hohe Temperatur erhitzt werden im Ganzen. Dann muss es geschweißt werden, weil es ein Guss ist. Und da hat aber mein Vater gleich gesagt, das will er nicht. Weil bei dem Erhitzen kann sie das Getriebe verziehen und danach die ganzen Zahnräder und das wieder einzustellen, das ist recht riskant. Kann funktionieren, kann aber auch schief gehen und darum ist es eben so, wie es jetzt ist. So, was ich jetzt mache, ich schleife die Stelle jetzt ein bisschen an, ich rau die ein wenig auf und anschließend wird er dann wieder aufs Rad gestellt, um ihn dann hochzubocken drüben, auf ein Böckler drauf und dann war er auf aller 4 Stützpunkte auf Böckler gestellt, dass er dann lackiert werden kann. Und um nicht viel zu labern, machen wir das jetzt einfach mal. So, soweit ist so gut. Das sollte erst einmal reichen. Es ging ja bloß darum, dass es ein bisschen angeraut ist. Theoretisch kannst du so drüber lackieren. Hat er gesagt, auch kein Problem. Ich wollte aber die gröbsten Unebenheiten ein wenig raus haben.
Ganz rausschleife ich sie allerdings nicht, weil ich habe keine Lust, dass ich das Material dann wieder unten habe. Da trägt man es auf und dann hat man es wieder ganz unten. Das wäre ja nicht Sinn und Zweck. Und ich meine, das Getriebegehäuse da ist ja Guss. Das hat ja auch Unebenheiten drin. Von daher, so leichte Unebenheiten machen da überhaupt nichts. Fällt nicht auf, fällt nicht ins Gewicht. Und wenn Lack drauf ist, siehst du da davon dann absolut gar nichts mehr. Früher ist das, wie gesagt, so gemacht worden. Die haben normalerweise die Stellen, wo dann Löcher drin waren, so Lunker oder was. Das haben sie rausgeflext, rausgeschnitten, haben anschließend eine Messinglegierung reingefüllt und oben drüber da ein Gusskit. Hat normalerweise immer dicht gehalten, ja, hält aber natürlich nicht dicht, wenn man da mit Nadelentroster drüber geht. Wie gesagt, das siehst du halt nicht vorher. Also das muss man ein wenig im Hinterkopf behalten. Jetzt weiß ich an dieser Stelle, darf ich mit Nadelentroster, falls ich ihn jemals wieder lackieren sollte, nicht mehr einfach drüber. Aber eigentlich habe ich das auch nicht mehr vor. Und dann sollte das auch kein Problem sein. Ja, und so schaut die Stelle jetzt hier aus. Also, besser geht's nicht. Oder besser ging es schon, aber das Risiko ist mir zu groß, dass ich zu viel wegschleife. Dann machen wir es so. So, und jetzt würde ich sagen, stellen wir die Kiste auf. Und dann auf Böck. Und dann kann man demnächst hier das Lackieren anfangen. So Leute, ja, gestern hat es leider nicht mehr geklappt mit der Aufbockung von Krame. Ich habe nur einseitig da noch mit dem Radlader ausgehoben und auf ein Böck gestellt, wo das Rad schon unten war. Da können wir später mal nachgucken, ob die Dichtstelle jetzt dann zu ist oder ob da wieder Öl kommt. Ja, ich habe jetzt gerade eben meine Stelle alle fertig gemacht, bin auch im Pferdestall jetzt soweit fertig. Und jetzt verfahren wir mal schnell den Mist und da wünsche ich wieder viel Spaß. Bis gleich.
Stall ist einmal ausgemistet und Mistesverfahren. Und der Heu und Stroh habe ich auch gleich auf. So, und bevor jetzt einer denkt, ja, der schmeißt sein Heu und Stroh in die alte versiffte Lore rein. Keine Angst, also hier gleich vorweg. Ich habe sie vorher ein wenig ausgespritzt. Habe anschließend von meinem losen Material, was immer beim Runterschmeißen am Boden liegt, in die Lore eingestreut. Und habe da erst das Heu und Stroh drauf. Klar, ich hätte jetzt den Radlader raus tun können. Aber wenn ich IHC eh schon außen habe und der Motor gerade mal warm ist, ist ja Schmarrn. Auf jeden Fall, da ist jetzt wieder was oben. Und das lose Material habe ich natürlich nicht verfüttert, sondern das bleibt jetzt dann einfach in der Lore und fliegt dann auch mit auf den Mist. Also keine Angst hier von wegen, der schmeißt hier sein Pferdheu in die Scheiße rein. Nein, garantiert nicht. So, jetzt sind wir unten in der Halle. Jetzt wird der KA15 auf Böckler gestellt. Also einseitig hatte ich ihn ja schon stehen, aber mir gefällt das so nicht. Weil der steht da auf die Bretter. Ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich es weiter raus. Ja, ich probiere mal was. Aber das Rad runternehmen ist so auf jeden Fall nicht so toll. Weil das ist alles ein wenig ungünstig. Darum habe ich mir den Radlader geholt. Und da hänge ich jetzt das Seil einfach ein. Und dann hebe ich nochmal aus. Kann das Rad runternehmen und dann setze ich eine schön sachte auf die Böckel ab, so wie ich es brauche. Vorne dann noch die Räder runter. Und dann geht es weiter.
Steht er jetzt auf Böckle drauf. Ich meine, optimal ist es nicht. Mir wäre es lieber, der Stängel gar nicht auf die Bretter. Aber zu weit raus will ich auch nicht. Wir hatten es letztes Jahr eigentlich beim KL300 genauso gemacht. Ja, und so behalte ich es bei. Der steht jetzt quasi auf die Aufnahmen, wo die Unterlenker dann quasi drauf sitzen. Die Umlenkpunkte, diese ja, Bolzen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Normalerweise wackelt da nichts, das steht dann bombenfest. Jetzt muss er vorne da noch drauf und vorne wird er normalerweise auf diese Punkte da gesetzt. Und dann steht er da bombenfest. Und das machen wir jetzt aber noch und dann ist gut für heute. So Leute, ich hoffe ihr vergebt mir, ich habe das jetzt nicht gefilmt, wie ich ihn aufgebockt habe. Er steht jetzt hier auf die Böck. So schaut es jetzt aus. Upsa. Und ja, soweit sauber ist er. Noch das Typenschild runter, das alte. Und das neue angepasst, neue Löchle gebohrt. Das kommt dann ein bisschen weiter rauf, dass man es schöner sieht und nicht so eine blöde Stelle hat. Und dann ist er fertig zum Lackieren. Ja, wie es da weitergeht, das denke ich einmal, das wird man dann am Dienstag sehen. Ich hoffe ja, bis dorthin ist zumindest einmal eine Grundierung drauf. Wenn nicht, ja gut, wird man sehen. Ich hoffe jetzt, dass nicht noch eine Stelle kommt. Die Stelle, die wir geflickt haben, ist top dicht. Siehst du gar nichts mehr, kein Ölverlust, nichts mehr. Also richtig gut. Die ich auch gerade noch ein wenig abgespritzt, um den Schleifstaub runterzubringen. Ja, und dann ist er eigentlich soweit fertig zum Grundieren und Lackieren. Und dann sehen wir weiter. Gut, das war es dann auf alle Fälle für dieses Video. Ist wieder nicht so viel passiert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und man sieht sich dann nächste Woche am Dienstag wieder. Ich wünsche allen ein wunderschönes Wochenende. Und ja, man hört sich. Servus.